Ein gewöhnlicher Hund am Boden, royale Hunde auf den Tischen. In diesem Studio nahe Bangkok entstehen überdimensionale Tierskulpturen. Sie zeigen die Hunde des im Oktober 2016 verstorbenen Königs Bhumibol. Bei seiner Einäscherung in diesem Oktober sollen sie in nächster Nähe auf dem 50 Meter hohen Scheiterhaufen stehen. Ich bin sehr stolz. Für mich und meine Familie ist das eine Ehre, seiner Majestät diesen Dienst erweisen zu können. Das ist Jojo, ein Hund des Königs aus den 1950ern. Er raucht eine Pfeife, wie offenbar auf vielen alten Fotografien. Bei Tongdeng nehme ich den Körper und achte nicht so auf die kleinen Details. Das ist der östliche Stil, der nicht so realistisch sein will. Aber bei Jojo habe ich darauf geachtet, dass er lebensecht aussieht, wie im Westen. Übrigens, jedem, der sich über Bhumibol lustig macht, drohen 15 Jahre Haft. Kritik an den Hunden ist ebenfalls Majestätsbeleidigung.